Liebe Studierende, wir wollen heute in der deskriptiven Statistik weitermachen und gehen jetzt im Video 5, etwa für die Woche 3, würde ich sagen, in die sogenannten Lagemaße hinein. Lagemaße und die Quantile kommen wahrscheinlich in einem extra Video dann. Wir werden uns heute letztlich mit drei großen wichtigen Maßen beschäftigen, mit dem Modus einer Verteilung, mit dem Median einer Verteilung und mit dem Mittelwert, präziser dem arithmetischen Mittel oder englisch kurz gesagt Mean. Modus, Median, Mean. Ja, die drei M's werden uns beschäftigen. Was haben wir bisher gemacht? Wir haben Werte, Beobachtungen, Messungen in Häufigkeiten überführt, in absolute, in relative, auch in kumulierte Häufigkeiten. Und diese Häufigkeiten haben wir dann als solche Verteilungen verstanden und auch grafisch dargestellt. Und jetzt wird es eben darum gehen, diese Häufigkeiten auch in Kennwerte, Maßzahlen zu überführen. Maße der zentralen Tendenz, Lagemaße, ein bisschen allgemeiner noch, das umfasst eigentlich auch die Quantile, die uns sagen, wie viel, welche Menge an Beobachtungen, welches Quantum an Beobachtungen liegt irgendwie links oder rechts eines bestimmten Wertes. Und dann die Maße der Streuung, die uns im nächsten Video beschäftigen werden. Also heute ganz zentral die sogenannten Maße der zentralen Tendenz. Die fragen eigentlich alle eine Frage, die da lautet, welchen Wert könnte ich benutzen, um die Lage des Zentrums einer Verteilung am besten zu beschreiben. Wir sehen hier unten auf dem Slide quasi einfach, stellen Sie sich vor, ein Merkmal, das verschiedene Werte Ausprägungen annehmen kann, und es hat eben bestimmte Ausprägungen hier angenommen, angezeigt durch diese grünen Punkte, die es da hingeregnet hat, sozusagen. Jetzt fragen wir quasi, welchen Wert der gezeigten oder ein Wert, der hier gar nicht genau drin vorkommt, wollen wir jetzt heranziehen, um die Lage des Zentrums am besten zu beschreiben. Der Wert vielleicht oder irgendwie einen so ein bisschen drüber. Das letztlich müssen wir schauen. Es wird sich herausstellen, dass es verschiedene Lagemaße gibt oder verschiedene Maße der zentralen Tendenz, sollte ich sagen. Und diese Maße der zentralen Tendenz haben alle ein bisschen unterschiedliche Eigenschaften. Wie schon eingangs gesagt, gibt es im Prinzip drei Stück, die uns beschäftigen werden. Die Reihenfolge ist eigentlich auch egal, wir werden sie von unten nach oben behandeln, wir werden uns zuerst mit dem Modus beschäftigen. Der Modus ist einfach die häufigste Beobachtung. Der Median ist, kurz gesagt, die mittlere Beobachtung. Und der Mean-Mittelwert ist das Mittel aller Beobachtungen. Da können Sie jetzt sagen, na, das ist doch kein Unterschied, die mittlere Beobachtung oder das Mittel der Beobachtungen. Wir werden aber sehen, dass das einen gehörigen Unterschied machen kann. Eingangs dazu vielleicht kurz, damit Sie es einordnen können, ein Beispiel. Also wenn ich sage, die mittlere Beobachtung, dann würde ich fragen, was kostet, zum Beispiel wenn ich über Hauspreise oder Immobilienpreise rede, dann würde ich beim Median fragen, was ist der mittlere Hauspreis, also was kostet das mittlere Haus, nachdem ich alle Häuser der Reihe nach ihres Preises nach sortiert habe. Und beim Mittelwert würde ich fragen, wenn alle Häuser dasselbe kosten würden, was wäre dann der Preis eines Hauses, was ein erheblicher Unterschied sein kann, wie wir noch sehen. Wir haben dann darüber hinaus, das nur als Ausblick, damit Sie es einordnen können, anhand dieser gleichen Punktwolke hier, natürlich auch die mindestens genauso wichtige Frage, wie wir die, nachdem wir die zentrale Tendenz, die Lage dieser Verteilung mal in eine Zahl gegossen haben gleich, die verbleibende Variabilität, in welchem Wert könnten wir die denn ausdrücken? Also wir brauchen noch Maße der Streuung oder Dispersion, um die Unterschiedlichkeit unserer Werte auch eben auszudrücken. Wenn wir also nur das Maß der zentralen Tendenz hätten, was wir heute ausrechnen wollen, wie groß wäre dann der Fehler? Wie wir sehen werden, wir werden gleich in einem Maß der zentralen Tendenz, also in einem so einem roten Punkt sozusagen, versuchen, unsere Daten zu repräsentieren. Dieser Wert steht dann quasi stellvertretend für alle Werte
Aber die Maße der Streuung sind genauso wichtig, weil die werden uns helfen zu fragen, wie groß denn dann der Fehler ist, also all das, was wir dann nicht repräsentiert haben in diesem einen Wert. Lassen Sie uns mit dem Modus anfangen. Und dazu zeige ich Ihnen hier mal ein Diagramm. Sie können sich selber ganz kurz fragen, ob das ein Balkendiagramm, ein Säulendiagramm, ein Histogramm ist. Es ist natürlich ein Säulen- oder Balkendiagramm und kein Histogramm. Warum? Weil wir hier ein kategoriales Merkmal, ein qualitatives Merkmal, ein nominales Merkmal, Geschlecht abgebildet haben. Und es wurde hier gefragt, dies aus meiner fast schon klassisch zu nennenden Studierendenumfrage von 2015, mit 88 Studierenden. Wie viel von denen waren denn männlich und wie viel waren weiblich? Sie sehen dann auf den ersten Blick sofort, dass ein paar mehr männliche Studierende da waren als weibliche. Sie können an der Y-Achse, wo da Count steht, also das ist quasi die Anzahl, auch die absolute Häufigkeit ablesen und sehen dann, dass es etwas über 45 Männer waren und etwas über 40 Frauen. Der Modalwert oder Modus ist jetzt ganz schnell erklärt, aber es ist wichtig, dass Sie das verinnerlicht haben und einordnen können und auch quasi reflexhaft den Modus produzieren können. Das ist nämlich einfach der häufigst vorkommende Wert in einer Reihe von Beobachtungen. Wenn ich ein Merkmal X habe und ich habe fünf Beobachtungen getätigt, fünf Merkmalsausprägungen erfasst, die 1, die 1, die 4, die 1 und die 3, dann brauche ich nur diese kleine Zahlenkolonne angucken und kann sagen, welcher Wert kommt am häufigsten vor? Natürlich die 1, also ist der Modus dieses Merkmals X oder dieser Merkmalsverteilung die 1. Ja? Wir könnten uns vorstellen in dem Fall, dass es zum Beispiel Klausurnoten waren. Ja? Da wurde dreimal die 1 vergeben, einmal die 4, einmal die 3. Dann würden wir sagen, der Modus der Klausurnote ist die 1. Wie wir gerade eingangs an dem Geschlechtsbeispiel schon gesehen haben, ist der Modus also überall dort vor allem wichtig und auch schon das Einzige, was wir tun können, wenn wir es mit einem kategorialen Merkmal zu tun haben. Also, vielleicht waren meine Beobachtungen aus der Variable Eissorte oder Eis entstammend und ich hatte beobachtet, was die Leute für Eis kaufen: Himbeer, Banane, Schoko, Vanille, Zitrone, Schoko. Dann wäre der Modus hier Schoko, weil es die am häufigst vorkommende Merkmalsausprägung war. Wenn wir eine Fachschaftsratwahl durchführen und Basti, Anne-Kathrin und Caro treten an und wir haben hinterher sozusagen eine Art Urliste aller abgegebenen Stimmzettel, dann zählen wir diese Stimmzettel einfach aus und die Wahlsiegerin oder der Wahlsieger entspricht sozusagen dem Modus hier. Das können wir mal uns als Balkendiagramm anschauen. Wiederum ein kategoriales Merkmal, diese Fachschaftsratswahl. Wir haben Anne-Kathrin, Basti und Caro. Und was Sie vielleicht gerade mit sogenanntem Eyeballing, also mit einfach Anschauen dieser Werte schon gesehen hatten, nämlich, dass dieser Basti hier die meisten Stimmen bekommen hat, dass er der Stimmenkönig sozusagen ist, das sehen wir hier auch dran. Kurze Frage an Sie: Wie lautet der Modus? Ganz spontan, wenn Sie sagen müssten, ist der Modus hier 9 oder ist der Modus B für Basti? Warum frage ich das? Ich frage das so, vielleicht ein bisschen doof, weil das relativ oft verwechselt wird. Der Modus ist in dem Fall natürlich die Merkmalsausprägung selbst, die am häufigsten vorkommt. Also nicht etwa, dass ich muss zwar, um den Modus zu bestimmen, zählen, welche kam am häufigsten vor. In dem Fall sehe ich es, aber vielleicht ist es auch näher beieinander. Und ich muss es wirklich genau auszählen. Dann ist es aber so, dass der Modus dennoch B wäre. Nicht die Häufigkeit, mit der diese Merkmalsausprägung vorkommt, sondern der Wert selbst. Es muss nicht unbedingt einen Modus geben. Es kann auch, hier schreibe ich schnell mal mein Videofenster ein bisschen hier nach oben, ziehe ich mal nach hier oben um. Hier wurden zum Beispiel die Teilnehmer einer Umfrage gefragt, welches Betriebssystem sie denn benutzen auf ihrem Endgerät, auf ihrem Smartphone oder
Dann gab es relativ viele Android-Nutzer, wie man sieht, und etwa gleich viele, oder in dem Fall sogar genau gleich viele, iOS, also Apple-Nutzerinnen und Nutzer. Und die Windows-Nutzer waren hier nicht so stark vertreten. Das ist keine Anomalie, das kann vorkommen. Wir müssten dann sagen, dass wir eben mehrere Modi haben. Wenn Sie sich daran erinnern, wie wir letzte Woche oder in der Vorlesung über die Verteilungen und die Worte, die wir benutzen, um Verteilungen zu beschreiben, mit sowas umgegangen waren, da hatten wir schon das Wort unimodal für, also eingipflig, oder in diesem Fall bimodal verwendet. Wir würden hier also von einer bi- oder multimodalen Verteilung sprechen. In dem Fall gibt es zwei Modi, die natürlich wiederum nicht 13 sind, sondern der Modus ist zum einen Android und zum anderen iOS. Ja. Ich hatte das gerade schon angedeutet. Dieser Modus ist im Prinzip immer einzusetzen. Ich kann für jede Variable, die ich gemessen habe, fragen, welcher Wert kam am häufigsten vor. Für nominal skalierte oder qualitative oder kategoriale Variablen ist er aber auch schon das einzige Maß der zentralen Tendenz, was wir sinnvollerweise berichten können. Wenn Sie fertig sind mit diesem Video, können Sie das nochmal Revue passieren lassen und sich nochmal klar machen, was wir gleich noch ausrechnen werden. Ein Mean, ein Median, wie sollte dieser aussehen bei einem Merkmal männlich-weiblich? Wie sollte da ein mittleres Geschlecht aussehen? Das geht natürlich nur, wenn ich mit irgendwelchen Zahlenwerten hantiere. Aber solange ich eben mit dem, was die Daten nämlich auch wirklich darstellen, mit qualitativen Ausprägungen hantiere, kann ich nur fragen, welche Ausprägung, welche Kategorie kam am häufigsten vor? Das ist hier auch gezeigt in dieser kleinen Auszug aus der Studierendenumfrage nochmal, wo wir gefragt hatten, welche grobe Fachrichtung wollen Sie am ehesten einschlagen? Das haben wir hier unsere eigentlich alle Studierenden gefragt. Es gab dann in diesem Jahrgang nur einen Medieninformatiker, der da wahrscheinlich wurden hier die Daten im Seminar erhoben. Aber Sie sehen sofort, dass die klinische Psychologie hier am häufigsten vertreten ist und insofern auch den Modus darstellen würde. Ich kann aber eben den Modus auch verwenden, um kardinal skalierte, also metrische Daten zu repräsentieren. Ich mache das zum Beispiel bei meinen Klausurnoten relativ häufig. Das ist auch etwa ein Feedback, was ich Ihnen immer gebe. Wenn ich den Studierenden quasi die Noten rückmelde in Moodle oder so, dann sage ich auch immer dazu, üblicherweise, was war die häufigste Note? Und dieses, die häufigste Note war die 1,7, ist natürlich der Modus. Genauso sehen wir hier ein Diagramm, mit dem wir uns noch öfters, also eine Variable, mit der wir uns noch öfters beschäftigen werden, der Softdrink-Konsum. Den haben wir auch abgefragt in unserer Studierendenumfrage. Eigentlich aus dem ganz interessanten Punkt heraus, dass diese Variable, die hat einige interessante Eigenschaften, aber zum Beispiel, was Studierende meistens nicht erwarten würden oder nicht bedenken, ist, dass die häufigste Antwort, die wir hier eigentlich oft kriegen, tatsächlich die Null ist. Das heißt, Studierende füllen einfach aus, ich trinke sowas gar nicht, ich könnte es nicht beziffern, wie viel Fantas, Colas, Red Bulls ich pro Woche trinke, schreiben sie einfach eine Null rein. Und diese Null wird damit zum Modus. Die Darstellungsform, die hier gezeigt ist, ist jetzt kein Histogramm, das ist ein sogenannter Dotplot. Hier wurden einfach quasi die Punkte auf diesem einen Merkmal, was uns interessiert, das ist ja immer noch ein sogenanntes Uni. Variates Problem, wurden die Punkte einfach gestapelt oder sozusagen hingeregnet. Aber es ist in dem Fall auch nochmal eine nette Art, wie Sie sich solche Daten repräsentieren können. Wir haben jetzt also schon den Modus als erstes wichtiges Maß der zentralen Tendenz kennengelernt. Aber wir hatten gesagt, über den Median müssen wir noch sprechen, den viele von Ihnen, nehme ich an, auch aus der Schulmathematik schon kennen. Und das arithmetische Mittel. Das sind die zwei, die noch ausstehen. Lassen Sie uns also über den Median kurz sprechen. Der Median einer Verteilung von Merkmalsausprägungen x ist definiert als jener Wert xi, für den gilt, dass
50% der Werte, die wir noch so beobachtet haben, kleiner oder gleich sind als dieser Wert. Und 50% der Werte sind größer oder gleich als ihr Ziel. Deshalb ist eine wichtige Daumenregel, die man sich einfach merken kann, als so eine Art Merkspruch, der Median halbiert die Stichprobe. Da gibt es eine Fußnote, die kommt gleich, nämlich ob dieses Halbieren so ganz genau hinhaut oder nicht, sehen wir gleich noch. Aber das ist die Idee des Medians. Der Median soll so gewählt werden, dass er mir meine Stichprobe in zwei gleich große Teile, Hälften zerlegt. Man sagt zu ihm auch, er ist die mittlere Beobachtung. Wann kann ich diesen Median jetzt einsetzen? Wir hatten gesagt, der Modus geht immer, aber bei kategorialen Daten war es auch schon das einzige Maß, was wir verwenden konnten. Mit dem Median hangeln wir uns jetzt sozusagen an den Skalenniveaus entlang weiter hoch. Er ist nämlich das beliebteste Maß der zentralen Tendenz, wenn wir mindestens ordinal skalierte Daten haben. Also wenn eine Variable Ausprägungen aufweist, die sich sinnvollerweise in eine Rangreihung bringen lassen. Wenn wir sagen können, ja, ein Abitur ist irgendwie, wir wissen nicht genau wie, aber höher stehender als nur ein Realschulabschluss oder ein Hochschulabschluss irgendwie diffus höher stehender als ein Abitur, dann sprechen wir ja von ordinal skalierten Werten oder einem ordinal skalierten Merkmal. Ich muss die Werte, das werden wir gleich noch auch sehen, ordnen können. Ich muss sie in eine Rangreihe bringen können, um sowas überhaupt sagen zu können, wie 50% sind kleiner oder 50% sind größer. Was ich eben, das ist nochmal die Aussage, die wir mit dem Median jetzt gleich beabsichtigen. Nach welchem Trick sozusagen, nach welchem kleinen Algorithmus muss ich jetzt vorgehen, um den Median zu bestimmen? Sie haben dazu in der Formelsammlung durchaus auch eine Formel. Wenn man sich die nur anschaut, sieht die fast ein bisschen gefährlicher aus. Deshalb versuche ich es eigentlich hier erstmal nur in Worten vor allem rüberzubringen. Wir schauen uns mal ein Merkmal nochmal an, ebenfalls aus der Studierendenumfrage. In diesem Fall ist es das Merkmal Anzahl Geschwister. Wir hatten gefragt, wie viele Geschwister haben Sie? Sinnvoll, sich kurz zu überlegen, was da überhaupt für Werte repräsentieren können. Da kann wiederum 0 rauskommen, da kann ein Geschwister, zwei Geschwister. Es ist eine diskrete Variable, halbe Geschwister oder Viertelgeschwister gibt es nicht. Es ist abzählbar. Wir haben es also mit einer verhältnisskalierten oder eigentlich vielleicht sogar absolut skalierten Variable zu tun. Auf jeden Fall ist sie auch, das ist Ihnen hoffentlich noch präsent, auch abwärtskompatibel, ordinal skalierbar. Ich kann also die Merkmalsausprägungen hier in eine Rangreihung bringen. Sie sehen jetzt hier schon den Output, den Jamovi hier für uns produziert hat, nämlich von diesen 76 Beobachtungen, die hier jetzt gezeigt sind, war der Median 1. Die mittlere Beobachtung ist also die 1. Das heißt, wenn ich zur 1 oder zu einem Geschwister gehe, dann weiß ich, aha, ein Geschwister halbiert mir meine Stichprobe. Ich habe also etwa halb so viele Leute in meiner Stichprobe, nicht etwa, ich habe genau halb so viele Leute in meiner Stichprobe, die ein Geschwister oder weniger haben und halb so viele Leute in meiner Stichprobe, die ein oder mehr Geschwister haben. Der Median, der wird seltener mit MDE abgekürzt, um es vom gleich noch einzuführenden Mittelwert, der oft mit M abgekürzt wird, abzusetzen. Aber meistens schreibt man einfach Median. Also es ist keine sehr gebräuchliche Abkürzung. Der Median ist also der Wert, der eine Reihe geordneter, das ist ganz wichtig, geordneter Beobachtungswerte in zwei gleich große oder annähernd gleich große Teile teilt. Wenn ich mir also das einfach nochmal so vorstelle, univariat, eine Variable, alle Beobachtungen hat es da so hingeregnet, hier in grün, dann wäre dieser rote Wert der Median. Warum? Weil er aus diesen 21 Beobachtungen quasi 10 links von sich zu liegen hat und 10 rechts von sich zu liegen hat und die Stichprobe genau teilt. Wenn man das in diese Formel überführt, von der ich
kurz gesprochen habe, dann kann ich sagen, ich muss den Median jetzt abhängig davon, ob ich es mit einer geradzahligen Stichprobengröße n zu tun habe oder einer ungeraden Stichprobengröße leicht unterschiedlich ausrechnen. Wenn n ungerade ist, wie in diesem Beispiel hier gezeigt, 71 Beobachtungen, dann ist es ganz einfach. Dann gibt es natürlich die mittlere Beobachtung, die dann links und rechts quasi n plus 1 halbe oder n halbe Beobachtungen zu liegen hat. Also ich könnte nach dieser Formel hier vorgehen, die hier gegeben ist. Wenn n ungerade ist, kann ich einfach fragen, was wäre sozusagen n plus 1, wäre 21 plus 1, 22 geteilt durch 2. Die 11. Beobachtung müsste ich mir raussuchen, nachdem ich meine ganzen Werte, meine 21 Werte in eine Reihung gebracht habe, würde ich sagen, die 11. Beobachtung, die ist der Median, die stellt den Median dar. Wenn n gerade ist, ist es, sieht die Formel fürchterlich aus, wenn man so drauf schaut. In Worten ist es aber ganz einfach. Du hast keine mittlere Beobachtung, richtig? Stellen wir uns vor, wir hätten nur 20 Beobachtungen. Dann müsste der Median ja also entweder die quasi die 10. oder die 11. Beobachtung sein. Was machen wir also? Wir nehmen, das ist ein bisschen unästhetischer Vorgriff auf das, was gleich kommt, wir nehmen das arithmetische Mittel aus der 10. Beobachtung und der 11. Beobachtung in dem Fall. Also der n halbe Beobachtung und der n plus 1 halbe Beobachtung. Von den beiden sozusagen nehmen wir den Median. Damit bleibt quasi im Großen und Ganzen unsere Faustregel wahr. Der Median teilt die Stichprobe, der Median ist die mittlere Beobachtung, aber Sie müssen eben aufpassen, ob Sie es mit einer geraden Anzahl oder einer ungeraden zu tun haben. Das werden Sie dann auch im Seminar natürlich noch einüben. Das ist schon mal wichtig, dass man das auch mal von Hand gemacht hat, dass man das mal gesehen hat. An der Stelle möchte ich kurz einen Einschub zu Rang und Prozentrang machen, weil was wir hier eigentlich jetzt gerade schon gemacht haben, ist, wir haben ein Merkmal in eine Rangreihung gebracht und hatten dann gesagt, wir suchen eine Beobachtung, die wir dann Median nennen wollen, die uns sozusagen 50% der Stichprobe, die 50% der Stichprobe hinter sich lässt, beziehungsweise 50% der Stichprobe noch vor sich hat. Und das führt uns zu dem Konzept von Rängen und auch von Prozenträngen. Sobald wir eine zumindest ordinale Information über unsere Beobachtungen haben, können wir sagen, können wir sie in eine Rangreihung bringen und könnten zum Beispiel bei einer Art Wettlauf sagen, können wir so Aussagen treffen wie Fritz war der Schnellste, Anna war aber die Zweitschnellste. Das heißt, für Anna würde auch die Aussage gelten, es gab nur einen, der schneller war als Anna. Ich kann bei Kindern sagen, vielleicht Kira hat einen kleineren Kopfumfang als Theo oder sowas. Ja, ich kann also diese Beobachtungen in eine Rangreihung bringen und kann eben auch, wie oben bei Anna angedeutet, auch sagen, wie viele in absoluten Zahlen, aber viel interessanter in relativen Zahlen, wie viele Prozent oder welcher Anteil der beobachteten Kinder in dem Fall beim Kopfumfang haben denn einen Kopf kleiner oder gleich wie Kira. Das heißt, Prozentränge sind sehr, sehr sinnvoll und werden, wie an diesem Kinderkopfumfangsbeispiel auch gezeigt, sehr oft auch im weitesten Sinne in der Entwicklung oder in der Medizin eingesetzt, um Beobachtungen einordnen zu können, um zu sagen zu können, wie extrem ist eine Beobachtung. Da können Sie auch an unsere kumulierten Verteilungen vom letzten Video zurückdenken, wo wir ja auch gesagt haben, aha, 80% aller Studierenden brauchen kürzer als, ich muss es jetzt erfinden, die Zahl, aber brauchen kürzer als eine halbe Stunde zur Uni. Ja, eine halbe Stunde oder kürzer. Auch dort hatten wir im Prinzip mit dem Konzept des Prozentrangs schon gearbeitet. Wir hatten es so nicht, nur nicht so genannt. Wenn wir bei den Lagemaßen sind und jetzt über den Median sprechen, dann haben wir eigentlich gerade unser erstes sogenanntes Perzentil
manchmal auch als Quantil bezeichnet, ausgerechnet. Denn der Median hat ja so eine Aussage für uns getroffen, so eine Prozentrangsaussage. Der Median, wenn immer wir den Median einer Stichprobe kennen, wissen wir, aha, 50% der Beobachtungen sind kleiner. Ja? Oder auch 50% sind größer. Und damit könnte man eigentlich sagen, und das können Sie sich hier gerne auch draufschreiben, ein Median, den kann ich auch bezeichnen als 50% Perzentil. Ich könnte das, oh Verzeihung, jetzt habe ich mich hier so ein bisschen verklickt. Ich könnte das sogar hier. Ich sollte solche Experimente hier nicht machen im Video. Verzeihen Sie mir das. So, da muss ich hin. Ich könnte hier also sagen, Perzentil, ich könnte hier einfach mal reinschreiben, der Median, den kann ich auch bezeichnen. Das ist das gleiche wie ein 50% Perzentil. So, das hat sich jetzt gelohnt dafür den Aufwand, aber das war mir wichtig, dass wir das kurz einmal hier noch für uns festhalten. Wenn wir dann weitergehen, nochmal, dann können wir sagen, wenn wir solche Perzentile, Prozentränge abtragen, können wir über den Median hinaus quasi noch andere Lagemaße bestimmen. Und darum geht es hier in diesem kleinen Ausflug sozusagen. Wir haben hier ein Histogramm der Körpergröße unserer Studierenden abgetragen. Wir hatten gefragt, wie groß sind sie in Zentimeter, Selbstbericht. Und man sieht sofort auf den ersten Blick, da gibt es irgendwie eine Häufung um 170, bisschen größer Zentimeter. Wir würden sagen, das ist eine relativ symmetrische Verteilung. Das ist eine unimodale Verteilung. Die hat irgendeinen Modalwert, beziehungsweise bezeichnet es dann manchmal auch als Modalklasse. Was ich jetzt machen kann, nachdem ich das Konzept des Perzentils mir eingeführt habe, ich kann mir natürlich den Median rausgeben lassen. Den sehen Sie hier auch. Ich kann im Perzentil sagen, ich habe hier den Median hier oben berichtet. Der Median beträgt übrigens 170 Zentimeter. Das heißt, wenn Sie das wissen, was können Sie dann sagen? 50% dieser Stichprobe waren kleiner oder gleich 170 Zentimeter von der Körpergröße her. Ich kann mir aber eben auch andere Perzentile ausgeben lassen. Zum Beispiel wird uns hier, das habe ich bei Jamovi so bestellt, automatisch ein 25% Perzentil ausgegeben, ein 10% Perzentil. Wenn wir das mal anschauen, das ist vielleicht auch ganz interessant, da sehen wir 10%. Also immerhin 10% dieser Stichprobe waren kleiner oder gleich 162 Zentimeter. Und übrigens, wie als Beweis dessen, was ich Ihnen über den Median und die Perzentile gerade erzählt hatte, sehen Sie, hier ist nochmal der Median unter einem anderen Namen quasi gelistet, nämlich als 50% Perzentil. Und da steht natürlich wieder 170. Und wenn Sie sich selbst fragen, in welchem Perzentil sind Sie, wie bei so einer U-Untersuchung beim Kinderarzt, dann können Sie hier sagen, ach so, ich bin ja 1,82 groß meinetwegen. Damit wissen Sie, Sie sind im 90 Prozent Perzentil, beziehungsweise Sie sind über dem 90% Perzentil, wenn Sie 1,82 sind, denn Sie wissen, 10% nur noch, wenn man sagen, 10% der Stichprobe sind 1,78 Meter, 178 Zentimeter oder größer. Ja? So können Sie das also hier ablesen, wenn Sie die Perzentile einer Verteilung zur Hand haben. Wir sprechen manchmal auch noch, damit muss ich Sie leider auch noch belästigen. Wir haben jetzt gesagt, wir sprechen von Perzentilen. Dies ist das gleiche wie Quantile. Quantitäten, Einteilung in Prozentränge, das war hoffentlich eingängig. Jetzt führe ich noch ein neues Wort ein, nämlich das Wort der Quartile. Ist aber vielleicht eigentlich auch ganz eingängig. Quart, eine Quarte hat immer was mit Vier oder Viertel zu tun. Und Quartile sind dann also nichts anderes als 25%, 75%, 50% Quantile oder Perzentile, denn Quartile teilen uns die Daten sozusagen in Viertel ein. Sie vierteln uns die Stichprobe. So wie der Median sie halbiert, so vierteln die Quartile die Daten. Und zwei Quartile werden wir noch brauchen, weil wir demnächst
den Boxplot als noch eine wichtige grafische Darstellung von Verteilungen anschauen wollen. Und der nutzt eben dieses erste Quartil, also das 25% Quantil, jener Wert, der mir das untere Viertel meiner Stichprobe quasi abteilt. Das zweite Quartil kennen wir schon. Das zweite Quartil kennen wir jetzt schon unter zwei verschiedenen Namen. Wir kennen es als Median und wir kennen es als 50% Quantil, 50% Perzentil. Der Median ist also das sogenannte zweite Quartil nebenher auch, weil er die zweiten 25% einer Stichprobe abschneidet. Und schließlich das dritte Quartil, oder Q3 liest man vielleicht auch hier und da mal in einer tabellarischen Übersicht könnte stehen Q1 gleich so und so. Q2 würde seltener stehen, da würde stehen Median gleich so und so. Und dann eben Q3, das 75% Quantil. Jener Wert, ganz wichtig, jener Wert, jene Merkmalsausprägung, von der ich dann weiß, wenn ich sie sehe als drittes Quartil, 75% meiner Merkmalsträger erreichen diesen Wert höchstens oder unterschreiten ihn. Ja? Und nur 25%, das obere Viertel meiner Daten, liegt noch da drüber. Dazu gibt es auch sehr, sehr viele Materialien. Jedes Lehrbuch bereitet es nochmal ein bisschen anders auf. Ich habe Ihnen hier in die Slides nur ein ganz, ganz, ganz simples Beispiel nochmal reingemacht. Wenn man von Hand die Quartile, also das 25% Quantil und das 75% Quantil ausrechnen möchte, hat man ebenfalls wieder das Problem, dass man schauen muss, ist die Stichprobengröße eigentlich überhaupt schön durch 4 teilbar? Tut mir meine Stichprobe den Gefallen, dass sie quasi wie von selbst in 4 Teile, 4 gleich große Teile zerfällt? Das wird oft nicht der Fall sein. Insofern muss ich mich dann wieder nach bestimmten Regeln, die wir jetzt hier festlegen können, das tun wir auch, aber jede Statistiksoftware macht es wieder vielleicht ganz leicht anders, müssen wir uns festlegen, wo wir diese Grenzen hinlegen. Falls Sie jetzt gleich anfangen, verwirrt zu sein davon, wie man die Quartile genau ausrechnet, sei Ihnen gesagt, dass bei einer kleinen Stichprobe von 10, 12, 15, 16, 21 Beobachtungen das eigentlich ein größeres Problem ist, weil es da nicht genau durch 4 teilbar ist. Wenn Sie 3000 Beobachtungen haben, ist das eigentlich kein so besonderes Problem und auch nicht ganz so wichtig, ob das Quartil jetzt bei 3,25 oder 3,47 liegt, ja? Aber bleiben wir bei so einem einfachen Beispiel. Wenn Sie ein paar Zahlen haben, was machen Sie immer zuerst, wenn Sie Prozentränge bestimmen wollen, wenn Sie Lagemaße bestimmen wollen, wenn Sie den Median oder die Quartile bestimmen wollen? Sie bringen die Werte natürlich in eine Rangreihe. Das geschieht hier ebenfalls. Wir haben hier quasi die 3, die geht an den Anfang, dann die 4, dann kommt die 5, dann kommt die 6 und dann kommt noch zweimal die 8. Das ist unsere Stichprobe. Jetzt können wir fragen, haben wir erstens eine gerade oder eine ungerade Anzahl? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Beobachtungen. Das ist schön, weil damit haben wir quasi schon frei Haus geliefert eine mittlere Beobachtung. Das ist der Median, das ist das mittlere Quartil, das zweite Quartil, der Median, diese 5. Wir könnten also hier hinschreiben, Median ist gleich 5. Ja? Hier unten auch zu sehen. Dann verbleibt sozusagen hier eine untere Hälfte, die Lower 50% quasi. Und welcher Wert teilt die nochmal in zwei Viertel? Ganz einfach hier das erste Quartil, also die 4. Und hier oben haben wir den gleichen Punkt wieder oder die gleiche Logik. Eine Art obere Hälfte, hemdsärmlich gesprochen. Welcher Wert teilt die? Das ist in dem Fall das dritte Quartil. Das wäre in dem Fall der Wert 8. Ja, damit hätte ich quasi meine Quartile bestimmt. Wir hatten gesagt, die Quartile sind nur Sonderfälle von Quantilen und ich kann analog, was bei großen Stichproben auch sinnvoll ist und auch zum Beispiel von Jamovi rausgegeben werden kann, kleinere Quantile mir bestellen. Ich kann fragen, welcher Wert teilt mir 10% meiner Stichprobe ab oder teilt mir die
99% meiner Stichprobe ab. Quantile und Perzentile sind gleichbedeutende Begrifflichkeiten. Ich möchte noch einmal anhand von etwas älterem SPSS-Output, falls Ihnen mal SPSS noch unterkommt, hier nochmal den Softdrink-Konsum zeigen. Wir sind jetzt hier wieder in den Daten von 2015. Wir hatten damals 88 Studierende befragt und hatten dort gesagt, 88 Studierende. Wir sehen wieder diese typische Verteilung, die also zwar unimodal ist, sie hat tatsächlich einen klaren Modalwert. Dieser Modalwert ist im Übrigen nochmal die 0. Wir sehen des Weiteren eine rechtssteile oder nee, Entschuldigung, linkssteile oder rechtsschiefe Verteilung, sehr deutlich. Was ich auch im Video zur Schiefe schon angemerkt hatte, wiederum ein Merkmal, das ja auch nicht negativ werden kann. Also ganz typisch, das hat nach oben alle Möglichkeiten auszureißen. Wir haben hier Studierende dabei, die durchaus berichten, nicht viele, aber wir haben einige, die berichten, ja, ich trinke halt so 30 handelsübliche Einheiten Softdrinks in der Woche. Ja, wer es mag. Und entsprechend haben wir hier also solche Werte auch, aber kleinere als 0 gehen eben nicht. Was uns jetzt heute interessiert hat, war der Median. Wo finden wir den wieder? Der Median ist 1. Wir wissen also, 50% der Stichprobe trinken einen Softdrink oder weniger die Woche. Und hier unten haben wir unsere Perzentile oder Quantile, die auch unsere Quartile sind. Wir haben das erste Quartil, was dem 25% Quantil entspricht, ist immer noch 0. Wir wissen also, nicht nur ist es der häufigste Wert, sondern tatsächlich 25% der Stichprobe. 25% von diesen 88 haben gesagt, trinke ich nicht. Und immerhin 25% verbleiben hier oben, die angegeben haben, das kann ich dem dritten Quartil oder 75% Quantil entnehmen. Immerhin 25% haben angegeben, 4 oder mehr Softdrinks pro Woche einzunehmen. Das soll es für jetzt, für hier, für die Vorlesung, die ja wie gesagt vor allem so ein Pacemaker ist und Ihnen diese Informationen, diese Inhalte einmalig präsentieren soll, zu Ihrer Aufbereitung im Seminar, aber auch anhand der Lehrbücher. In dieser Vorlesung soll es das also für den Median eigentlich im Prinzip schon gewesen sein. Wir haben jetzt den Modus kennengelernt als Maß der zentralen Tendenz. Wir haben den Median kennengelernt und hatten gesagt, der Modus geht immer. Der Median geht, sobald ich ein mindestens ordinal skaliertes Merkmal habe. Ich muss es in eine Rangreihung bringen können, um solche Aussagen, wie ich sie treffe mit dem Median, überhaupt treffen zu können. Verbleibt das auf den ersten Blick Ihnen bekannteste Maß der zentralen Tendenz, das arithmetische Mittel. Und das arithmetische Mittel hatten wir schon kurz hier und da besprochen. Das arithmetische Mittel lässt sich auch bezeichnen als eine Summe aller Beobachtungen, die skaliert wird an der Gesamtanzahl Beobachtungen, die wir eigentlich hier hatten. Man kann auch sagen, es ist eine skalierte Summe. Hier passiert also jetzt was Interessantes. Da wir summieren, brauchen wir offensichtlich metrische Informationen. Nur dann macht es doch Sinn, eine Summe auszurechnen. Aus Schulabschlüssen kann ich schlecht irgendwie numerisch interessant eine Summe bilden. Aus Eissorten auch nicht. Aber aus Körpergrößen kann ich natürlich eine Summe bilden und entsprechend auch ein arithmetisches Mittel. Wir sehen also sofort, dass wir hier ein nettes, verzeihen Sie, meine Nase juckt sehr stark, weil dieses Video zum Zeitpunkt in einer Heuschnupfensituation aufgezeichnet wird. Dies nur als Hintergrundinformation, wenn ich hier versuche, die Fassung zu bewahren. Genau, wir haben mit dem arithmetischen Mittel jetzt also in unserem Konzert von Lagemaßen oder Maßen der zentralen Tendenz ein drittes Maß, was jetzt geeignet ist, um endlich auch metrische Informationen ordentlich zu bündeln.
Wir sprechen Englisch auch vom Average, meinen damit meistens das arithmetische Mittel. Wenn man es ganz streng nimmt, könnte mit dem Wort Average es noch offen sein, welches Maß genau gemeint ist, könnte vielleicht auch mal den Median oder Modus meinen, aber allermeistens meinen wir damit das arithmetische Mittel. Die drei Begrifflichkeiten, die hier nochmal in der Mitte gezeigt sind, also arithmetisches Mittel, Mean, Mittelwert, die verwenden wir in der Statistik eigentlich austauschbar. Und nochmal zur Formel, hatte ich eingangs schon gesagt, gerade auf dem Slide, wir summieren alle Beobachtungen XI, die wir haben, mit ihren tatsächlichen numerischen Werten. Ja? Diese Rangreihung spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Wir nehmen die Werte, wie sie kommen, summieren sie auf und dann skalieren wir mit oder teilen durch die Anzahl, also wie oft haben wir denn da gerade summiert. Ja? Die Operation, die stattfindet, unter welchen Namen, möchte ich sagen, oder unter welchen Symbolen begegnen Ihnen in der Statistik jetzt, begegnet Ihnen jetzt das arithmetische Mittel? Da müssen wir jetzt einen Unterschied machen, ob wir gerade hier in der deskriptiven Statistik über die Stichprobe sprechen, über das, was wir wirklich in der Hand haben, dann wird das arithmetische Mittel sehr oft mit M, einfach groß M meistens, abgekürzt oder völlig austauschbar mit X quer, Durchschnitt, ja? Oder auch Y quer oder Z quer, also für eine Variable Z, wenn ich die habe und ich möchte deren Mittelwert ausdrücken, dann zeige ich das meiner Leserin, meinem Leser mit einem Strich drüber quasi. Ja. Sie werden mich hier selber beobachten können den Rest des Semesters, wie ich diese beiden auch quasi austauschbar verwende. Wenn wir über die Population sprechen, wenn wir also uns oft im Bereich unserer Hypothesen erstmal bewegen, machen wir dann in der Inferenzstatistik die ganze Zeit, dann kennen wir diese Größe, diese Populationsgröße, diesen sogenannten Populationsparameter nicht genau. Dann sprechen wir benutzen wir einen griechischen Buchstaben und das griechische Äquivalent zum M ist also das μ. Und hier haben wir ebenfalls noch die Spielart, möchte ich sagen, dass wir etwas allgemeiner oft vom Erwartungswert einer Zufallsvariable sprechen. Also wir sprechen von der Expectation Englisch oder vom Erwartungswert einer Zufallsvariable und kürzen diese oft als e von x ab. Manchmal schreiben wir da auch oder sehen Sie in den Büchern da eine eckige Klammer, bedeutet genau das Gleiche. Genauso, wenn ich also nochmal eine Variable w hätte, dann hat die vielleicht auch einen Erwartungswert w und Sie sehen dann irgendwie sowas. Lassen Sie sich von den e's nicht rausbringen und auch von dem Begriff des Erwartungswerts für jetzt. Sie können sich das vorstellen wie einen Mittelwert, ein arithmetisches Mittel, auf Populationsebene. Also auch dort wiederum die Idee, der Erwartungswert ist der Schwerpunkt einer Verteilung, dort wo wir die meisten Werte erwarten würden. Ja? Genau. Ich möchte in diesem Video jetzt Ihnen noch drei Eigenschaften vermitteln, die jetzt ein bisschen über das hinausgehen, was Sie vielleicht so schon sowieso sehr präsent haben über das arithmetische Mittel. Und dazu müssen wir uns auch so ein bisschen, können wir uns ein bisschen die Formel angucken. Die erste Eigenschaft ist hier in der Formel gezeigt. Was sehen wir denn hier eigentlich? Wir sehen, jeder Wert wird vom Mittelwert abgezogen oder der Mittelwert wird von dem Wert abgezogen. Also wird so eine Art Distanz zwischen Mittelwert und jedem einzelnen Wert gebildet und das wird aufsummiert. Und was hier als Eigenschaft eigentlich ausgedrückt ist, ist, diese Summe, dieser ganze Ausdruck, den Sie hier sehen, der ist 0. Warum ist der 0? Weil hier, vielleicht ein bisschen zirkulär, weil hier eben genau der Mittelwert drin ist. Das arithmetische Mittel nach der Formel, wie wir es gerade gesehen haben, berechnet, ist der einzige Wert, kann man auch sagen, so ist es eigentlich einfach definiert, für den die Summe der Abweichungen aller Werte gleich 0 wird. Ja? Also die Summe aller Abweichungen, also für jedes Einzelne hat ja eine Abweichung zum Mittelwert, die summieren sich zu 0. Es ist so ein bisschen die, fast, ich möchte fast sagen, geometrische Eigenschaft oder wie so eine Waage, das ist die Eigenschaft von dem arithmetischen Mittel, das ist der, man könnte auch sagen, der Schwerpunkt einer
Verteilung ist, sodass die Werte, die größer sind als der Mittelwert und die kleiner sind, sich genau ausbalancieren und wir auf 0 rauskommen. Das gilt so nur für den Mittelwert. Sie können hier gerne mal von einer kleinen Stichprobe, vielleicht machen Sie das mal, sich den Median ausrechnen und dann mal den Median einsetzen. Mal gucken, wie das ausgeht. Hier sehen wir jetzt, was hat sich geändert. Zum einen wissen wir noch nicht, da steht jetzt nicht gleich 0, weil das einfach nicht wahr ist für diesen Ausdruck. Aber was ist jetzt passiert? Ich habe hier jetzt was geändert. Das ist ein anderer Ausdruck. Hier, was passiert denn hier? Hier wird jeder einzelne Wert xi genommen und von ihm wird ebenfalls der Mittelwert abgezogen. Also wir haben hier sozusagen die Distanz zum Mittelwert, kann man wiederum sagen. Die Distanzen zum Mittelwert, weil wir das ja für alle Werte i gleich 1 bis n gleich machen. Aber wir nehmen nicht die Distanz, wie sie kommt, sondern wir quadrieren sie. Wir haben also quadrierte Distanzen. Und diese quadrierten Distanzen aufsummiert. Mit denen haben wir es heute zu tun, hier gerade. Mit denen haben wir es nächste Woche oder im nächsten Video mit der Varianz zu tun. Da spielt das ist die Hauptzutat. Und wir haben in der Statistik 2, werden wir uns ein Semester lang, kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, im Prinzip mit diesem Ausdruck und mit diesen Ausdrücken beschäftigen. Dieser Ausdruck hat auch einen Namen, das ist die sogenannte Summe der Abweichungsquadrate. Das ist ganz eingängig, erkläre ich Ihnen nächste Woche bei der Varianz genauer. Für heute reicht es, wenn Sie wissen, aha, schön, das sind die einzelnen Werte und das sind Ihre Abweichungen vom Mittelwert. Und wenn man die quadriert und dann aufsummiert, dann spricht man von der Summe der Abweichungsquadrate oder auch Sum of Squares. Und die hat jetzt eine interessante Eigenschaft, die wir uns noch anschauen wollen zusammen. Das steht hier unten in Fett gedruckt. Für eine gegebene Menge Beobachtungen in x, also x1, x2, xn, ich habe da so x Beobachtungen gemacht, gibt es keinen Wert, den ich als hier in dieser Formel einsetzen könnte, hier hinten, da wo jetzt x quer steht, der dann diesen ganzen Ausdruck kleiner werden lässt, als es eben der Mittelwert m oder x quer selber tut. Das heißt, ich weiß also, so wie ich gerade hier bei der Summe der Abweichungen wusste, die wird 0 für den Mittelwert, so weiß ich, die Summe der Abweichungsquadrate, die wird minimal für den Mittelwert. Das habe ich hier nochmal grafisch gezeigt. Stellen Sie sich vor, wir haben ein paar Werte beobachtet. Vielleicht völlig egal, was das ist. Wir könnten sagen, das sind auch Wartezeiten beim Hausarzt oder sowas. Eine Minute, 14 Minuten, 16 Minuten, 18 Minuten und so weiter. 45,4 Minuten, 58 Minuten, 90 Minuten. Das sind meine Beobachtungen. Wenn ich jetzt diese Formel umsetze, die wir gerade auf dem Slide vorher hatten, die Summe der Abweichungsquadrate, dann muss ich erstmal sagen, was ist denn der Mittelwert? Den kann ich mir erstmal bestimmen. Und kann sagen, aha, der Mittelwert x quer oder m beträgt 35,04. Also, hätten alle gleich lang gewartet beim Hausarzt, dann hätten sie 35 Minuten gewartet. Das ist die Bedeutung des arithmetischen Mittels. Und wenn ich jetzt in diese Formel hier hergehe und sage, ich setze jetzt, könnte ich natürlich hier mal 35,04 einsetzen, dann bekomme ich das richtige, korrekte Summe der Abweichungsquadrate. Ich könnte ja aber mal sagen, ich setze hier statt des Mittelwerts, nur als Gedankenspiel jetzt mal, alle möglichen Werte ein. Ich nehme also, ich wende einfach diese Formel an und setze mal, zieh mal 0 ab und quadriere, zieh mal 1 ab und quadriere, zieh mal 10 ab und quadriere. Dann komme ich irgendwann auch zu meiner 35 oder 35,04, ziehe das ab und quadriere und summiere auf und das kann ich so weiterspielen. Und das haben wir jetzt hier auch mal grafisch vorliegen. Und dann sehen wir, das ist hier jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen technisch ausgedrückt. Hier unten steht ja Subtrahend quasi. Also der Subtrahend ist also der Wert, der jetzt jeweils eingesetzt wurde in die Formel an dieser Stelle, was hier subtrahiert wurde. Und dann sehen wir, die Summe der Abweichungsquadrate, dieses Tierchen, wird, wie das diese zweite Eigenschaft des arithmetischen Mittels besagt, minimal für den Mittelwert. Und das ist wiederum eine ganz wichtige Eigenschaft des Mittelwerts. Die Summe der Abweichungen wird 0 zum Mittelwert und die Summe der Abweichungsquadrate wird minimal. Bitte nochmal, nehmen Sie zum Spaß gern mal den Softdrinkkonsum oder ein paar Werte vom Softdrinkkonsum und setzen hier den Median ein. Probieren das mal durch und schauen, ob diese Eigenschaft auch wahr ist. Ich kann Ihnen schon verraten, sie ist nicht wahr. Nur der Mittelwert, am Mittelwert, hier auch schön zu sehen,
Bei den 35,40 hier bekommen wir eine mittlere, ein kleinstes Abweichungsquadrat. Die dritte Eigenschaft, die ist auch sehr wichtig, das hat jetzt mit den möglichen Transformationen zu tun. Wenn ich die einzelnen Werte, die ich beobachtet habe, linear transformieren will. Ich will also zum Beispiel meine, was wäre ein typisches Beispiel hier, wäre, ich möchte auf eine andere Skala gehen. Ich komme aus Grad Celsius, möchte nach Fahrenheit umrechnen. Dann wäre das im Prinzip eine Operation, wie sie hier gezeigt ist. Nimm alle Werte, die in der einen, auf der einen Skala waren, zum Beispiel in Celsius, und multipliziere mit denen irgendwas, addiere auch noch irgendeinen Wert drauf, auf jeden Wert, und dann kommst du, also einen Skalar, einen festen Wert wird auch noch drauf addiert, und dann kommst du bei einem Set neuer Werte heraus, Y könnten wir die dann nennen. Und jetzt ist es so, dass natürlich diese Werte X vorher einen Mittelwert hatten und diese Werte nachher einen anderen Mittelwert haben werden, aber beim arithmetischen Mittel ist es zum Glück so, dass es der gleichen Transformation unterliegt. Ich kann also, das sehen wir gleich noch hier in einem kleinen Beispiel, kann ich ihn schon mal einblenden, ich kann also einfach alle Werte x erstmal transformieren und dann einen neuen Mittelwert ausrechnen. Oder ich kann auch einfach den Mittelwert von x nehmen und ihn der gleichen Transformation unterwerfen. Also einfach auch mit b multiplizieren und a dazu addieren. Das sei hier mal gezeigt. Ich habe ein paar Werte x beobachtet, 1, 2, 4, 8, 12, 5 Werte, das ist meine Variable, das sind meine Beobachtungen. Die haben einen Mittelwert, ein arithmetisches Mittel von 5,4. Eine Transformation könnte so aussehen, verdopple die mal und außerdem wird noch ein Wert dazu addiert. Das ist so eine Art Celsius zu Fahrenheit für Arme quasi. Ja, es wird irgendwie transformiert. Dann hat die neue Variable den Mittelwert 11,8. Das gleiche Spiel hätte ich auch machen können, wenn ich nur den Mittelwert gehabt hätte, und der mich auch nur interessiert hätte, dann hätte ich auch den Mittelwert direkt transformieren können. Das ist nur hier gezeigt. Ich kann auch den Mittelwert von x, diese 5,4 mal 2 nehmen und dann 1 dazu addieren, komme ich auch bei 11,8 raus. Das waren die drei Eigenschaften, um die es uns hier ging. Wir haben jetzt hier in dem Video, was jetzt auch schon immerhin sind schon über 50 Minuten, aber wir bleiben dann hoffentlich knapp unter einer Stunde, wenn wir das jetzt noch kurz abrunden, wenn wir sagen, wir können uns das arithmetische Mittel auch vorstellen als eine gewichtete Summe. Warum betone ich das hier nochmal? Weil die Grundidee der gewichteten Summe so eine wichtige Rolle in der Statistik immer wieder spielt. Weil was wir hier machen, ist ja, wir schaffen eine Summe aller Beobachtungen und dann gewichten wir jeden Beitrag zu dieser Summe, jeden Summand quasi, mit was? Mit seiner relativen Häufigkeit. Wir gehen jetzt immer mal davon aus, wie auch in diesem sehr, sehr primitiven Beispiel hier gezeigt, zum Beispiel, dass die 3 in dieser Stichprobe einmal vorkommt, die 2 kommt einmal vor und die 1 kommt einmal vor. Insofern haben wir 3 Beobachtungen. Und wir sehen jetzt hier quasi, wie das aussehen könnte, sich das arithmetische Mittel als gewichtete Summe vorzustellen. Ich kann sagen, nimm jeden Wert und gewichte ihn mit seiner relativen Häufigkeit. Vorher hatten wir ja eigentlich sozusagen, das sollte auf das Gleiche hinauslaufen, wie die eigentlich klassische Formel, nämlich dass ich sage, ich habe diese relativen Häufigkeiten hier nur im Prinzip ausmultipliziert, und habe ja hier erstmal einfach nur die Werte summiert. Das war ja quasi die Formel, wie wir sie auf den anderen Slides haben, für das arithmetische Mittel. Ja? Aber hier wollen wir jetzt quasi, das mache ich nochmal weg, hier wollen wir jetzt einfach sagen, wir wenden so eine gewichtete Summe quasi an, als Trick, und würden dann also sagen, nimm jeden Wert, gewichte ihn mit seiner relativen Häufigkeit, gewichten heißt hier multiplizieren und dann nimm den nächsten Wert, gewichte ihn und addiere ihn da dazu. Dann nimmst du noch den dritten Wert, gewichtest ihn auch mit seiner relativen Häufigkeit, packst ihn da wieder dazu. Dann sehen wir das hier unten auch nochmal, was ich gerade versucht habe, schon hier einzukringeln. Wir kommen bei der genau gleichen Formel raus. Wir können diese Summierungsoperation und diese Gewichtungsoperation eben auch auseinanderziehen, haben dann hier wieder die Summe, die gewichtet wird mit den relativen Häufigkeiten. Warum
Habe ich das jetzt nochmal kurz betont, außer weil ich generell ein großer Fan von gewichteten Summen bin und gewichtete Summen so eine Art Grundidee sind, die uns weit bringen in der Statistik, wenn wir das verstanden haben. Jetzt auch in der Wahrscheinlichkeit nochmal begegnen werden. Ich sage das zusammen mit der dritten Eigenschaft des Mittelwerts, nämlich dass er ihn sozusagen, dass ich ihn den gleichen Transformationen unterwerfen kann, ergibt sich nämlich die Möglichkeit, dass ich auch bei bereits kategorisierten Daten, die mir gar nicht mehr im Original quasi vorliegen. Ich habe nur noch diese sogenannte sekundäre Häufigkeitsverteilung. Zum Beispiel, ich habe nur noch das Histogramm meiner Daten. Oder jemand berichtet in seiner Publikation nur noch kategorisierte Daten. Der sagt, in der und der Klasse waren so und so viele Leute drin. In der und der Klasse waren so und so viele Leute. Wenn ich nur noch diese Daten habe, kann ich das arithmetische Mittel x quer oder m rekonstruieren aus jeder Klasse und wie repräsentiere ich eine Klasse mit ihrer Klassenmitte. Also zum Beispiel bei den Körpergrößen, da könnte ich sagen, die Körpergrößen sehen wir auch gleich noch 150 bis 160 cm. Wenn das die Kategorie in meinem Histogramm war, dann repräsentiere ich die mit ihrer Klassenmitte 155 cm zum Beispiel. Ich nehme also jede Klassenmitte und gewichte sie mit ihrer relativen Häufigkeit. Wie häufig kam diese Klasse denn überhaupt vor? Und mit dieser Formel, und wenn ich das dann aufsummiere, haben Sie direkt die gleiche Formel, die wir gerade noch als sozusagen alternative Formel, gewichtete Summe des arithmetischen Mittels eingeführt hatten. Und hier sehen Sie das mal am Beispiel Körpergröße. Das ist jetzt kein besonders gelungenes Histogramm übrigens, werden Sie mir zustimmen. Ist ein bisschen arg grob, oder? Man könnte hier eigentlich auch mehrere, vielleicht kleinere Klassenbreiten einführen. Aber jetzt für dieses Beispiel ist es natürlich schön, dass es nur drei Klassen sind. Und ich würde jetzt nach dieser Formel einfach sagen, nimm doch bitte die Klassenmitte AJ von der ersten Klasse. Bisschen anders, als ich es gerade erzählt habe. Es ist nämlich eine Klasse, die reicht von 150 bis 165. Und ich habe dann hier 157,5 als Klassenmitte. Und diesen Wert müsste ich sozusagen wie stark repräsentieren, müsste es irgendwie gewichten. Da kam etwa 20% aller Werte lagen in dieser Klasse. Also gewichte ich das mit 0,2 und so weiter und so fort. Die zweite Klassenmitte, 172,5, die kam am häufigsten vor, auch als Modalklasse bezeichnet im Übrigen, die häufigste Klasse. Kann ich hier auch mal hinschreiben noch. Modalklasse. Die habe ich hier unten sozusagen dann mit 73 von 100 Anteilen repräsentiert. Und dann diese große Klasse, die war sehr schwach besetzt und entsprechend geht sie hier auch mit einem kleinen Gewichtungsfaktor ein. Also 20% davon, 73% davon, 6% davon sollte mir, und das tut es auch, genau das arithmetische Mittel dieser Daten wieder recovern. Das sind, glaube ich, wenn alles gut gegangen ist, die genau gleichen Daten, wie Sie auf dem anderen Histogramm zur Körpergröße einige Slides in der Richtung gesehen haben. Wir haben heute in diesem langen Video, ganz schöner Tour de Force-Ritt quasi, die drei Lagemaße kennengelernt und haben en passant, die drei Maße zur Lage des Zentrums, sollte ich sagen. Also es sind Lagemaße, aber es sind noch spezifischer Maße der zentralen Tendenz. Sie sagen uns, welcher Wert kam am häufigsten vor, welcher Wert teilt die Stichprobe und welcher Wert repräsentiert vielleicht am besten die numerische Qualität dieser Daten, weil er sagt, wenn alle den gleichen Wert, das gleiche Merkmalsausprägung hätten, welcher Wert wäre das? Sogenannte Mittelwert, arithmetische Mittel. Mit den dreien, die haben wir kennengelernt und können jetzt die zentrale Tendenz unserer Verteilung sehr schön beschreiben. Und wir haben quasi en passant noch die Quartile und auch Quantile kennengelernt, die uns helfen, noch feiner Teile der Stichprobe abzuteilen und zu Aussagen über Prozentränge auch zu gelangen. Vielleicht als Ausblick nur noch auch etwas, was Sie in den Seminaren vertiefen werden. Es kann interessant sein und wichtig sein, beides anzuschauen. Ich muss nicht unbedingt den Mittelwert oder den Median berichten, sondern üblicherweise interessiert mich in der Deskriptivstatistik beides. Warum? Weil sie mir schon zusammen
Anhaltspunkte geben, wie eine Verteilung eigentlich aussieht. Zum Beispiel hier, wenn ich so etwas sehr stark Rechtsschiefes sozusagen hier nochmal habe, in dem Fall sind das alles vielleicht Verdienststundenlöhne, die ich hier sehe, Verdienst pro Stunde in Euro sozusagen, dann werde ich beim Ausrechnen erfahren, dass der Median vielleicht etwa hier liegt. 23 Euro wäre der Medianverdienst in dieser speziellen Stichprobe. Der Mittelwert liegt aber viel höher. Der Mittelwert liegt bei 45. Wie kommt es? Das kommt eben dadurch zustande, dass der Mittelwert, hatten wir ja gerade gelernt, sehr spezielle Eigenschaften erfüllen muss. Der Mittelwert wird immer der Wert sein, der uns, der eben, der die Summe der Abweichungen null werden lässt. Das heißt, der die Stichprobe balanciert, der die Werte balanciert. Entsprechend, wenn ich einen sehr großen Wert da drin habe, wenn ich also jemand da drin habe mit einem Stundenlohn von 200 Euro, dann nützt es, verfälscht es sozusagen auch, könnte man sagen, vielleicht ein bisschen die Lage. Wenn ich nur diesen Mittelwert hätte, würde ich vielleicht zum falschen Eindruck kommen. Und deshalb ist es wichtig, den Median dabei zu haben, der gegenüber solchen Variationen komplett unempfindlich ist, robust ist, weil er eben ja nur die Ränge hat. Stellen Sie sich also vor, vielleicht gehe ich nochmal kurz zurück, was wäre denn los, wenn dieser Wert hier, diese Klasse, nicht aus Leuten, ein paar Leuten bestehen würde, die irgendwie Gehälter um die 350 Euro pro Stunde hätten, sondern vielleicht nur 250 Euro pro Stunde. Am Median würde das überhaupt nichts ändern. Der Median wäre genau der gleiche, während der Mittelwert eben durchaus sich wieder etwas nach unten verschieben würde. Ja? Ich kann also aus der relativen Lage von Median und Mittelwert schon einiges lernen. Damit soll es das auch für heute gewesen sein. Ich wollte das Video auch etwa um eine Stunde halten. Sie sehen hier vielleicht nur noch mal an einer ganz symmetrischen Verteilung, wenn alles sozusagen sich ganz ordnungsgemäß verhält. Das ist das, was wir eine normal verteilte Variable nennen werden, dann ist es so, dass einer symmetrischen Verteilung der Mittelwert, in dem Fall 2,95, ziemlich genau dem Median und ziemlich genau auch dem Modus, dem häufigsten Wert, entspricht. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass Sie Gelegenheit haben, in dieser relativ dicht gepackten Stunde immer noch mal ein paar Mal hin und her zu scrollen und sich zusammen mit den Lehrbüchern und ihren Seminaren sich sicher bewegen können im Umfeld von Modus, Median und Mittelwert und flankiert durch die Perzentile oder Quantile. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.